Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen Folge 4 meines Let's Plays mit den Dänen in Attila Total War und dem Zeitalter Karls des Großen. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich es angehen soll. Ich denke, dass ich zuerst mir Wessex einverleiben möchte. Ist das da hinten auch nochmal eine Stadt oder was ist das? Aha. Winchester. Ja, das gehört dazu. Denke ich mal, oder? Lass mal kurz gucken. Ah, das ist ein zusammenliegendes Land. Das heißt, ich werde mich mit meiner Armee vielleicht ziehe ich mich einmal noch zurück. Und erhole mich hier nochmal kurz. Mit dieser Einheit werde ich schon mal darüber ziehen. Gibt es noch etwas? Siedlung stören. Unstimmigkeit fördern. Genau, das kann sie ruhig tun. Die gute Dame. Wie kann ich euch helfen? Krieger! So, jetzt wird's interessant. Wir können hier noch was bauen. Hier bin ich am Überlegen, ob ich diesen Marktplatz nicht umwandle. Ich baue jetzt erstmal noch was anderes. Was kann ich denn eigentlich sonst noch so bauen? Tagebau, okay. Unterkunft, Spione haben wir schon. Wachstube, freie Männer mit Axt. Felder. Nahrung wäre jetzt an dieser Stelle halt auch nicht so verkehrt. Belagerungsstätte. Wassermühle. Großäxte. Metstube haben wir schon. Haben wir hier überhaupt schon ein heiliges Gebäude? Ich glaube nämlich nicht. Attentäter gibt's auch, aha. Entweder ich baue das zur Marktstadt um. Das ist eine Markthalle. Großer Landsitz. Und das ist ein Gutshof. Dann sollte ich hier auf alle Fälle Felder machen. Fischereihafen. Ich lasse es jetzt mal so, obwohl. Ich erwarte eure Befehle. Nee, ich reiß das ab. Ich reiß es ab. Ich reiß es ab. Denn Hintergrund ist, ich habe hier jetzt sowieso einen Gutshof. Das heißt, der bringt mir dann Vorteile, wenn ich Landwirtschaft hier habe. Das mache ich jetzt. Ich kann hier unten nochmal gucken, dass ich vielleicht noch einen Tempel oder sowas hinbaue, dass ich so einen Ausgleich dafür kriege. Gucken wir mal kurz hier rein. Das passt eigentlich soweit ganz gut. Dann schauen wir mal hier rein. Sollte ich da die da ersetzen? Kann ich jetzt hier schon was Besseres bauen? Vermutlich nicht. Ich werde mir als nächstes Winchester greifen. Das habe ich mich, dafür habe ich mich jetzt erstmal entschieden. Dadurch kriege ich die hier vielleicht sogar auf meine Seite. Und ja, wir müssen abwarten, was passiert. Und wenn ich Winchester habe, dann erst werde ich mir London greifen.
Außerdem, wie ihr seht, wird London gerade wieder... Ha, jetzt kann ich natürlich mir überlegen, was ich machen möchte. Das ist natürlich jetzt auch nicht so verkehrt. Ich könnte mir jetzt London holen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich werde versuchen, trotzdem hier Ragnar, was ist das hier? Chance auf Kinder, minus 30% Armee aufstellen. Krieger. Wir brauchen gute Kämpfer. 400, 300. Kosten ein bisschen mehr, bringen mir jetzt an dieser Stelle auch nicht so viel, also warte ich mal noch ab. Ich bin der Zerstörer. Ich werde die Erde mit Blut durchdrücken. Erfolg, sehr schön. Ich bin der wilde Vagabund. Das ist nämlich unser Attentäter. So, meucheln ist klare Sache. Okay, damit ist der hier schon mal schön dezimiert. Wobei er immer noch einen 3-Sterne-General hier hinten drin hat. Ich sehne mich nach einem Kampf. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, Winchester ist hier die erste Wahl. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay, und was wollten wir hier machen? Die Marktstadt, genau. Das wäre jetzt mal so dann das Nächste, was auf dem Plan steht. Können wir hier unten vielleicht in Canterbury? Nein, müssen wir noch eine Runde warten. Sklaverei, großer Landsitz. Aha. Spionchen. Ich könnte ja hier mal einfach mal losmarschieren und mal ein bisschen Aufklärung betreiben. Geh mal hier runter in das, mal ein bisschen die politische Lage wieder checken. Aber hier hält sich unser Freund ziemlich hartnäckig, muss ich sagen. Wobei, oh oh, oh oh, oh oh. Also ich glaube, Gent wird nicht mehr lange im... Da hat Karl der Große schon ein paar schöne Armeen stehen. Ei. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und so. Ich baue jetzt mal so langsam, aber sicher gerne nochmal so ein paar Einheiten hier auf. Und sobald wir können, müssen wir natürlich hier Gas geben. Das machen wir auch. Mein Versagen beschämt meine Vorfahren. Ja, das denke ich auch. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für den Stamm. Es gibt kein schöneres Ende, als in Kampf zu sterben. Mit den billigen Einheiten kann man sich, denke ich, ganz gut verteidigen. Und jetzt erkläre ich denen mal den Krieg. Halt. Moment. Was sagt dieser Angriff? Ist ein Kriegsakt. Ja, Krieg erklären. Die Siedlung wird belagert. Okay, ich speichere mal ab. Und gucke mal. Niemand wird entkommen! Ja! Genau. Vielleicht hab ich ja Glück und sie greifen mich in der nächsten Runde an. Für den Stamm annehmen. Was? Speichern wir mal kurz wieder ab und versuchen hier mal diesen Priester
zu meucheln. Ich nehme einen Kopf mit nach Hause. Sehr schön. Für meine Kinder. Gucken wir mal, ob der verwundet. Okay, leider kehrt er wieder. Ja, die haben halt hier schon nicht schlecht ein paar Reiter, aber das macht nichts, wir haben Speere. Ich sehne mich nach einem Kampf. Und auch hier drüben sollten wir so langsam, aber sicher... Ich erwarte eure Befehle. Was haben wir denn hier? Hirtmänner mit der Axt. Also einen von denen hier würde ich mir halt gerne leisten, aber das ist halt... Wir müssen auf alle Fälle beobachten, wie es hier weitergeht, weil Utrecht ist jetzt scheinbar da schon ein bisschen blöd. Hier ist jetzt Kent wird belagert. Also es geht ihm gerade so ein bisschen an den Kragen. Und ich befürchte, dass wir hier hochrüsten werden sollen, dürfen, können. Plänkler will ich nicht. So. Bereit zum Kampf. Schauen wir mal, ob das hier reicht. Ich denke schon. In den Kampf. Das machen wir auch automatisch. Wir machen uns auf den Weg. An die Arbeit, Männer. Die mergen wir mal. Da holen wir uns lieber noch ein paar neue. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben. So, und hier. Aiden-Kitchen! Es ist jetzt die Frage, wie viele Runden dauert das jetzt? Verfügbare Arbeitskraft pro Runde. 8 Runden. Sehe ich das richtig? Das ist auch cool. Siedlungsstärke 92%, Mauerstärke 90%. Das ist auch neu, glaube ich. Das ist halt nicht wahnsinnig viel. Okay, Leute, passt auf. Ich mache das so. Ich werde jetzt einmal versuchen... Speichern nochmal ab und dann werde ich trotzdem einmal versuchen, es automatisch zu bestreiten. Beschützend. Okay, hat scheinbar funktioniert. Knapper Sieg. Hat aber funktioniert. Grunde genommen ist das Plündern und Besetzen. Eroberungsstrafe minus 20. Nein, wurscht. Ich sehne mich nach einem Kampf. Damit haben wir Stonehenge unter unserer Kontrolle. Weil ich sag jetzt mal so, das Tolle an dieser Provinz ist, sie ist ziemlich in Aufruhr und ob ich jetzt
90% so habe. Es wird halt jetzt ein bisschen länger dauern, denke ich mal, bis die Nahrungsmarkt, Priorat, weg damit. Nein. Das hier. Ihr müsst die Stadt zunächst wieder aufbauen, okay. Ja, das können wir ja machen. Reparaturkosten, was haben wir hier? Belagerungsexperte Onaga, das ist cool. Nahrungsmittelmarkt. Nee, da hätte ich gern was anderes. Da machen wir uns nämlich wieder eine Metstube oder sowas. Und dann hole ich mir mit denen hier auch erstmal ein Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwertesten wehtun. Auf einmal. Die will ich momentan nicht angreifen. Zahlungen, da biete ich euch sogar was an. Nein? Okay, die wollen nicht mit mir handeln. Warum denn das nicht? Ich bin doch so ein netter Kerl. Okay. Let's see, let's see. Also bei denen hier könnten wir... Oh, die können wir sogar verbessern. Was können wir da tun? Bonus befiedern. Ja, das machen wir doch. Mein König steht euch zur Verfügung. Du gehst mal hier hin und erhöht die Rekrutierungskapazität in der Provinz vor Ort. Die Götter haben gefallen an Blut und Krieg. Genau. Da bauen wir schon was. Das ist sehr gut. Wie kann ich von Nutzen sein? Siedlungsstärke, Mauerstärke. Anzahl der Durchbrüche 7, okay. Nahrungsmittelmarkt. Sieben, 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 sechs, Ragnar. Da könnten wir gerade mal wieder uns ein bisschen einschleimen bei dem. Ich speichere mal ab. Sieht man hier irgendwo die Kriegsmüdigkeit, Herrschaft, hä? Herr Mist, pass nur auf, dass ich dich nicht schön kicke. Ich könnte den Ragnar ja adoptieren. Okay. Probieren wir das mal. Möge die Göttin euch segnen. Wie kann ich euch helfen? Kann der da rüber? Ja, der schafft das. Ich werde zusehen,
wie das Lebenslicht in ihren Augen erlischt. Ich erwarte eure Befehle! Ausrücken! Bereit zum Kampf! Das nennt ihn eine Garnison! General Halfdan, sollten wir lieber den? Missgestaltet, okay. Was bringt das oder was bringt das nicht? Öffentliche Ordnung. Knopfstaffel minus Unterhaltskosten. Geschossinfanterie. Ist das sicher besser? Korruption in der kontrollierten Provinz? Baukosten. So. Das ist ganz hervorragend. Wir haben jetzt hier schon 10. Wunderbar. Mein Können steht euch zur Verfügung. Und unser Ragnar, da bei dem geht's auch bergauf. Öffentliche Ordnung durch Militärpräsenz. Sehr gut. Für die Einheit des Kommandanten und das ist... auf fremdem Territorium. Auch nicht so verkehrt. Schlaff. Schon aufs Kinder. Moment. Das ist jetzt nochmal ein Hinweis, den wir unbedingt negativ. Das ist nicht gut. Wie sieht's denn bei dem mit Kindern aus? Bei dem. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ragnar General. Ich könnte mir aber auch den Halfdan adaptieren. Moment, was kostet mich das? Ja, den adaptiere ich mir jetzt erstmal. Und hier fehlt uns jetzt ein. Was ist uns abhanden gekommen? Ich glaube, so ein kleiner Axtmann. Kämpft mit uns! Es ist ein gutes Leben! Okay. Was machen wir hier draus? Eine Halle der Adligen. Wachstum öffentliche Ordnung. Imperiumspunkte 5. Imperiumspunkte 10. Wohlstand aus Handelsgebäuden. Also wir müssen hier auf alle Fälle erstmal... Kapelle. Ich baue hier zuerst mal einen Nahrungsmarkt oder, wenn es das gibt, einen Gutshof. Nahrungsmarkt. Ich brauche unbedingt das hier. Bauernhof auch mit Landsitz. Das werden wir als nächstes in Angriff nehmen. Aber erstmal die Marktstadt. Und hier Stadt, Nahrung. Vier Runden. Minus 50 Nahrung. Aber das hat auch minus 50 Nahrung, oder? Das aktuelle?
Königlicher Hof. Ja, insofern macht das nichts aus. Ich nehme mal die Halle der Adligen. Also der maßgebliche Unterschied ist, dass die Stadt weniger Imperiumspunkte bringt, dafür eben mehr Wohlstand aus Handelsgebäuden. Und das hier bringt mehr Imperiumspunkte. Ich setze jetzt hier lieber erstmal auf die Imperiumspunkte, bin ich ganz ehrlich. Und ja, lass mich davon jetzt hier auch nicht abbringen. Wieso seid ihr jetzt hier? Ach so, wegen der Nahrung. Ja, klar. Ja, müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Und hier hinten machen wir nochmal einen Gutshof. Dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, die Landwirtschaft darf man niemals unterschätzen. Die sächsischen Separatisten, okay. Probieren wir es trotzdem mal bei dem. Heiliges Gebäude, Metstube, Wachstube, Tagebau, Handelsposten. Ne, den wollen wir nicht. Wassermühle. Metstube. Schmied. Rüstungsschmiede. Das war der Gong. Scheinbar kann man jeweils nur ein Gebäude der gleichen Art in einer Region bauen. Das ist auch neu. Ja gut, dann mache ich hier halt mal den Schmied hin. Wachstube, öffentliche Ordnung. Ja, da machen wir jetzt genau so. Und eine Runde mache ich jetzt mal noch weiter. Ich sehne mich nach einem Kampf. Das sollte ja dann in der nächsten Runde wieder etwas besser werden. Ich bin eine Priesterin der Die Priesterin hier kann jetzt auch schon ein bisschen mehr Selbstabwehr. Finde ich ganz gut. Religion verbreiten auch. Wie steht es denn hier eigentlich mit der Religion? Mit der Bad Religion? Gebäudebrowser? Nee, das meine ich nicht. Bum, 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 bum. Nee, da ist es auch nicht. Gucken wir mal hier. Wessex.
Da ist es. Okay, der Einfluss der Hemming. Statthalterdetails ansehen. Steuerprovinz, na klar. Ne, umbenennen habe ich keine Lust zu. Heidentum plus 10%. Tendenz steigen, wechsel nächste Runde. Also es dauert schon ein bisschen. Es war sehr stark in christlicher Hand. Aber hier wird die Stimmung gerade auch so ein bisschen besser. Insofern sind wir hier ganz gut angekommen in England. So, jetzt Verschleiß. Söhne des Lodbrok. Ja, adoptiert. Die Nachricht hat aber ließ dir vor Glück auf die Knie fallen. Das Angebot wurde natürlich angenommen. Cool. Dadurch haben wir jetzt natürlich hier mit Ragnar zumindest mal noch einen, der so ein bisschen die Fahne oder die Stange hochhält, hätte ich fast gesagt. Und ja. Moralisch, adlig. Den pimpen wir mal da hoch. Gut. Ja, ihr Lieben, es hat mir wieder Spaß gemacht. Folge 4 nähert sich jetzt auch dem Ende. Und ich denke mal, unsere Erfolge können sich langsam sehen lassen. Es ist natürlich fernab der Heimat zu agieren, ist nicht ganz so leicht. Aber wenn wir hier die Provinz Wessex für uns eingenommen haben, denke ich, wird es wieder ein bisschen leichter werden. Dann können wir uns um die Mercia kümmern, die auch letzten Endes nur noch ein oder zwei Provinzen haben. Insofern, ja genau, ist Nordumbria da hinten noch ein Problem dann für uns. Aber dadurch können wir dann so halb England einnehmen. Wir werden uns mit den Walisern halbwegs gut stellen, solange es geht. Und wenn wir dann Nordumbrien und Mercia eingenommen haben, dann kümmern wir uns hier um die Waliser. Um dann natürlich weiter ins Piktenland vorzustoßen. Und dann schauen wir einfach mal, was da so los ist. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Lasst eure Posts da, sagt mir, was ich verbessern kann an Sprache, an wenn ihr mehr Informationen wollt oder sonst irgendwas, dann postet das einfach fleißig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Dan Firenze.